Im Zentrum der Stadt befindet sich ein alter Friedhof, der zu einer Baptistenkirche gehört. Dahinter führt ein Pfad in den Wald, an welchem ein verfallenes Hausmeisterhäuschen liegt, das seit den 50er Jahren leer steht. Als ich noch in der Schule war, war das ein beliebter Ort bei den Jugendlichen, um rumzumachen oder high zu werden. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass Teenager heute sich immer noch dort treffen, wo doch der Wald inzwischen jeden Anschein von Zivilisation verschluckt hatte. Der Weg war zugewachsen und schmal und mit niedrigen Ästen, die wirkten, als würden Waldriesen die Pranken nach dir ausstrecken und die das Auto auf beiden Seiten zerkratzten, als ich langsam durchfuhr. Ich fuhr mit O'Briens Wagen tief genug hinein, damit ihn niemand von der Hauptstraße aus mehr sehen konnte, schaltete dann die Lichter und den Motor aus und machte mich an die Arbeit. Ich benutzte die Nummer, die ich in Vanessas Akte gesehen hatte, um ihr Telefon zu entsperren und E-Mails und Textnachrichten zu durchsuchen. Es gab nicht allzu viel zu sehen, aber da war ein langer Gesprächsverlauf mit jemandem namens Toulouse. Sie hatten vor ein paar Monaten mit dem Chatten begonnen. Ich hatte gestern eine gute Zeit. Ich freue mich schon voll auf unsere nächste Abhängsession. Wow, so verzweifelt. Lol, leck mich am Arsch. Ich versuche dir ein Kompliment zu machen. Was zum Teufel ist ein Kompliment? Ist das eine Art Sandwich? Gott, bist du seltsam. Willst du heute Abend rüberkommen und Smash Bros. Spielen? Kann ich nicht. Ich hab da eine Sache. Super mysteriös, aber verfickt wichtig. Klingt faszinierend. Krieg ich einen Hinweis? Ich muss einem Kerl helfen, ein paar Leichen loszuwerden. Nun, wenn du fertig bist, komm rüber und wir spielen Smash Bros. Und bring Bier mit. Ich erspare euch die Details, aber es gab ein paar Mal, in denen ich das Telefon weglegen und mit den Augen rollen musste. Flirten Kinder heutzutage so? Toulouse wirkte harmlos, aber selbst für einen Teenager unreif. Ich konnte ehrlich gesagt nicht sagen, was Vanessa an ihm oder ihr fand, aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden und Toulouse sorgte dafür, dass sie so oft LOL tippte, dass sie seine Gesellschaft genossen haben muss. Da war nichts offen Sexuelles in ihren Nachrichten, nur der starke Subtext zweier wuschiger Jugendlicher, die versuchten, sich selbst zu entdecken. Ich fühlte mich wie ein richtiger Widerling, erinnerte mich aber dann daran, dass ich mit solchen Dingen meinen Lebensunterhalt verdiente. Paare beschatten, darauf warten, dass sich der betrügende Part offenbart und ein paar Fotos schießen, während sie beschäftigt sind. Der einzige Unterschied hier war, dass ich die Person kannte, in deren Leben ich herumschnüffelte. Aber trotzdem konnte ich diesen unguten Gedanken nicht abschütteln. Es fühlt sich falsch an. Vanessa und Toulouse Texte waren nicht so aussagekräftig, wie ich gehofft hatte. Eine ganze Menge von "Bis morgen" erweckte bei mir den Eindruck, dass sie Toulouse von der Arbeit kannte. Ein paar "Ich hatte gestern Abend Spaß" erzählten mir, dass sie für ein paar Nicht-Dates ausgegangen waren. Eine Tonne Emojis hin und her erinnerten mich daran, wie unvertraut ich mit dieser Generation war. Und dann endete die ganze Sache abrupt mit ein paar Nachrichten von Vanessa. Hey, was machst du so? Bist du da? Mir ist langweilig. Willst du was unternehmen? Hallo? Ich schätze, du redest nicht mehr mit mir, was? Lösch meine Nummer. What the fuck? Was zum Teufel habe ich getan? Vanessa war eine Freundin von mir, du Arschloch. Ich hätte auf die hören sollen, die mir gesagt haben, dass mit deinem Gehirn etwas nicht stimmt. Du bist das Arschloch. Oh, tut mir leid. Autocorrect. Was ich sagen wollte war, Vanessa war eine Freundin von mir, du Trottelwaffel McFuckface. Das war das Ende. Das Datum der letzten Nachricht setzte den Zeitpunkt des Gesprächs auf etwa eine Woche vor ihrem Verschwinden fest. Ich speicherte Toulouse' Nummer auf dem Wegwerfhandy, das ich von Roger bekommen hatte, und plante schon, die Nummer zurückzuverfolgen, sobald ich die Zeit dafür hätte. Der nächste Schritt war, ihr Handy nach Bildern zu durchsuchen. Ich öffnete die Galerie, scrollte ein wenig nach unten und fing an, in chronologischer Reihenfolge durch die Fotos zu wischen. Vanessa war eine normale Jugendliche und sie hatte eine durchschnittliche Menge an Selfies. Eins pro Tag etwa. Ich nahm die Fotos genau ins Auge und suchte nach irgendeiner Art von Hinweis oder Indikator, dass etwas nicht stimmte oder sich zusammenbraute. Aber sie sah immer glücklich aus. Immer mit der gleichen alten braunen Jacke und dem gleichen typischen Teenagerinnen-Lächeln. Ich musste schmunzeln, als ich zum ersten Mal die Jacke sah. Ich erkannte sie sofort wieder. Es war die Jacke, die Donnie die ganze Zeit getragen hatte. Sie war ein wenig zu groß für sie, aber sie hat es geschafft, dass das Outfit funktioniert hat. Vor etwa einem Monat nahm die Anzahl der Bilder zu. Jeden Tag 4, 5 oder mehr. Aber nicht unbedingt Selfies. Jemand anderes machte Fotos von ihr mit ihrem Handy, während sie in die Kamera blickte und lachte. Das letzte Foto auf ihrem Handy wurde 1,5 Wochen vor ihrem Verschwinden gemacht.
zwei Tage vor ihrer Trennung mit Toulouse. Und dieses letzte Bild war das einzige, das ich sehen musste. Was für ein Hurensohn. Auf dem letzten Foto war sie zusammen mit Toulouse, Wange an Wange, lächelnd in einem gemeinsamen Selfie. Ich erkannte sofort den Kerl, mit dem sie da zusammen war. Als ich ihn am Tag zuvor getroffen hatte, hatte er gesagt, dass er sie nicht wirklich gut gekannt habe. Der einzige Unterschied ist, dass ich ihn als Jerry kennengelernt hatte und mir gingen schnell die Gründe aus, diesen Kerl nicht zu verprügeln. Ich zündete eine Zigarette an, um meine Nerven zu beruhigen. Dann erinnerte ich mich daran, dass ich nicht in meinem eigenen Auto saß und O'Brien wäre vielleicht nicht allzu barmherzig, wenn ich ihr Auto mit frischem Tabakgeruch zurückgäbe. Ich kurbelte also das Fenster runter und da roch ich es. Dieser saure, faulige Gestank. Der von der Bowlingbahn. Ich machte die Scheinwerfer an und erleuchtete den Waldweg vor mir, aber soweit ich sehen konnte, war er leer. Dann hörte ich es. Etwas stampfte durch den zugewachsenen Pfad hinter mir. Es bewegte sich vom Friedhof aus auf den Wagen zu und ich realisierte, warum O'Brien ihren Wagen immer mit der Schnauze in Richtung Straße parkte. Ich konnte nicht sehen, was es war, aber ich hätte es aus einem Kilometer Entfernung riechen können. Das Ding, was auch immer es war, kam näher. Immer näher und näher. Der Umriss seiner Gestalt nahm in der Dunkelheit langsam Form an. Ein unnatürlicher Riese, groß, breit, dunkel und etwas hinter sich herschleppend, das mit jedem Schritt auf der Straße schabte. Aus dieser Entfernung war es für mich nicht möglich, genau zu erkennen, womit ich es zu tun hatte. Es wurde von den Schatten geschützt und was auch immer für ein Monster das war, eines war offensichtlich. Ich wollte nicht allein mit ihm hier draußen sein. Ich ließ den Motor an, griff dann nach dem Ganghebel und hörte das Geräusch, das die Füße dieses Dings machten, als sie gegen den Boden schlugen und es mit unmöglicher Geschwindigkeit begann, in meine Richtung zu sprinten. Als ich den Gang eingelegt hatte, war es bereits da. Das Auto schaukelte, als die Heckscheibe in Stücke zerbrach, das Dach sich eindellte und plötzlich die Frontscheibe zu einem Spinnennetz aus zerbrochenem Sicherheitsglas wurde. Ich ließ meine angezündete Zigarette auf meinen Schoß fallen und versuchte herauszufinden, was zum Teufel los war. In der Mitte des zerschlagenen Glases bewegte sich ein riesiges Stück Metall, befreite sich, erhob sich und verschwand dann in den Himmel, nur um krachend wieder auf der Windschutzscheibe aufzuschlagen und in Folge mein ganzes Sichtfeld mit gesprungenem Glas zu füllen, während es sich schon wieder erhob. Ich realisierte meine Situation und schrie: Oh Scheiße! Dieses Ding stand auf dem Dach des Wagens und schwang eine Art riesigen Hammer gegen die Windschutzscheibe und es sah so aus, als hätte ich nicht mehr viel Zeit, bis die Barriere zwischen meinem Kopf und dem Hammer beseitigt war. Fahr! Ich konnte nichts vor mir sehen und selbst wenn ich es könnte, wusste ich, dass ich nirgendwo hin konnte. Der Pfad vor mir verläuft sich im Wald und dann wäre ich sowas von gefickt. Der Rückwärtsgang war auch keine bessere Option. Die Heckscheibe war herausgebrochen, aber ich hatte kein Licht. Das wäre ein kompletter Blindflug. Zum Umdrehen war kein Platz und ich würde sicher nicht die schnell abnehmende Sicherheit verlassen, die mir das Auto noch bot. Das Stück Metall, das in das Verbundglas vor meinem Gesicht eingeschlagen war, begann sich zu bewegen, als würde das Ding auf dem Dach sich darauf vorbereiten, erneut auszuholen, und ich traf eine Entscheidung im Sekundenbruchteil. Ich legte den Rückwärtsgang ein und trat das Gaspedal durch. Wir rasten schlingernd den Pfad hinunter in Richtung Straße, aber irgendwie schaffte es das Ding auf dem Dach nicht herunterzufallen. Eine riesige Hand von der Größe eines Baseballhandschuhs griff durch das offene Fenster auf meiner Seite. Dicke, graue, unmenschliche Finger packten nur wenige Zentimeter neben meinem Gesicht das Dach und ich konnte sehen, wie die andere Hand auf der Beifahrerseite durch das Fenster schlug. Dieser titanische Hurensohn lag flach auf dem Auto mit einer Armspannweite, die groß genug war, dass er gleichzeitig in beide Seitenfenster greifen konnte. Ich hielt meinen Fuß fest auf das Gaspedal gedrückt, während ich meine Beretta herauszog, sie gegen das Dach drückte und drei Schüsse abfeuerte. Ich hätte einen vierten abgefeuert, aber das Auto überfuhr einen Grabstein und wir fingen an zu schleudern. Ich riss das Lenkrad in die andere Richtung und gewann die Kontrolle zurück, ohne auch nur etwas an Geschwindigkeit zu verlieren. Wir hatten den Waldweg verlassen und waren nun auf dem Friedhof, fuhren über Gräber, rammten Grabsteine, überfuhren die kleinen und breiten von den großen ab. Dann durch eine Hecke und bevor ich mich versah, waren wir durch den Graben und wieder auf der Hauptstraße. Hier gab es Straßenlaternen und ich konnte endlich den Weg vor mir sehen. Ich drehte wieder heftig am Lenkrad und legte eine fast perfekte 90-Grad-Drehung hin, nach der das Auto genau in Fahrtrichtung der Straße zeigte. Wir gewannen an Fahrt und in kürzester Zeit war der Drehzahlmesser im roten Bereich, aber das Ding auf dem Dach konnte sich immer noch festhalten.
Die Straße war kurz davor, eine scharfe Kurve nach links zu nehmen, und trotz meiner bisherigen Leistung war ich mir nicht so sicher, ob ich bei dieser Geschwindigkeit im Rückwärtsgang eine weitere Kurve schaffen würde. Würde ich geradeaus weiterfahren, würde ich in einem anderen, dichteren Waldabschnitt landen. Also traf ich erneut eine blitzschnelle Entscheidung. Ich hob meine Waffe auf, drückte sie wieder gegen das Dach. Ich schoss und trat im gleichen Moment auf die Bremse und brachte das Auto so ins Schleudern. Das Quietschen der Reifen war laut genug, um die Toten zu wecken. Das Ding flog endlich vom Dach des Autos und landete irgendwo mit lautem Krachen zwischen den Bäumen auf der anderen Seite des Grabens. Ich richtete sofort die Waffe in die Richtung und wartete, um zu sehen, ob es aufstehen würde. Die einzigen Geräusche waren das ungesunde Klappen des Motors und mein eigener Herzschlag, der in meinen Ohren dröhnte. Ich hatte es immer noch nicht genau gesehen und jetzt konnte ich nicht einmal mehr sagen, wo das Ding war. Was machst du da? Hau schleunigst ab! Ich drehte mich um, nach vorne zu schauen, und stellte fest, dass ich immer noch nicht aus der Windschutzscheibe schauen konnte. Es war unmöglich, etwas durch das zerbrochene Verbundglas zu sehen. Ich richtete meine Waffe darauf und hielt dann inne. Das wird nicht funktionieren, das ist kein verdammter Film. Okay, also was sind meine Optionen? Es gab keine. Ich musste die Windschutzscheibe loswerden, sonst war das Auto nutzlos. Ich stellte den Wagen auf Parken, öffnete meine Tür, atmete durch und stieg aus auf die Straße, um mich für einen weiteren Angriff zu wappnen. Das Ding war nicht weit weg, das sagte mir der schreckliche Geruch, der seinen Angriff auf meine Nase fortsetzte. Meine Waffe würde in meiner Hand bleiben, bis ich mindestens 10 Kilometer die Straße runter war. Als ein paar Sekunden vergangen waren, wandte ich schließlich die Hälfte meiner Aufmerksamkeit vom Wald ab und schaute auf den Wagen des Deputy. Das Fahrzeug sah aus, wie ich mich fühlte. Einmal zur Hölle und zurück und nur noch durch Dämpfe und Gebete am Laufen gehalten. Die Seiten waren zerkratzt und mit Schmutz bedeckt. Die Karosserie war so stark eingebeult, dass jede vernünftige Versicherung das als doppelten Totalschaden bezeichnen würde. Aber irgendwie lief der Motor noch und der Wagen konnte noch fahren. Im Moment war das alles, was ich wissen musste. Ja, wenn ich das alles überlebe, würde O'Brien mich umbringen. Bei der Mammutkeule, die noch in der Windschutzscheibe steckte, handelte es sich um einen Vorschlaghammer mit Metallgriff. Ich kletterte auf die Motorhaube des Autos und packte den breiten Griff mit meiner freien Hand und zog, bis er anfing, sich aus dem Glas zu lösen. Das würde nicht einfach werden. Das Ding musste eine Sonderanfertigung sein. Eine Stahlstange, dick genug, dass ich sie kaum mit einer Hand greifen konnte, angeschweißt an einem Metallblock. Eine Waffe für jemanden oder etwas viel Stärkeres als mich. Bald wurde mir klar, dass ich für dieses schwere Scheißding zwei Hände brauchen würde. Ich steckte meine Waffe widerstrebend in meinen Holster und zog mit aller Kraft am Hammer, um diesen aus dem Glas zu befreien und ihn auf die Straße zu zerren. Das Ding wog ganz ohne Zweifel ein gutes Stück mehr als ich. Immerhin war das Loch, das der Vorschlaghammer in der Scheibe hinterlassen hatte, groß genug, dass ich hindurchschauen konnte. Ich vergeudete keine Zeit, um etwas Abstand zwischen mich und das Ding im Wald zu bekommen. Ich stellte den Wagen hinter der Kindertagesstätte ab, nur ein paar Blocks von Vanessas und Jamies Haus entfernt. Machte mich dann auf den Weg durch Hinterhöfe und Gärten und betete, dass es auf dem Weg keine freilaufenden Pitbulls geben würde. Ausnahmsweise war das Glück auf meiner Seite und ich kam problemlos in den Hinterhof meines Bruders. Ich ärgerte mich, als ich feststellte, dass die Hintertür unverschlossen war. Es war klar, dass Jamie viel zu vertrauensselig war, um in dieser Stadt allein zu leben. Und das bestärkte mich nur darin, dass das, was ich im Begriff war zu tun, die richtige Entscheidung war. »Hey, Kleiner!« rief ich in der Küche stehend und bemerkte plötzlich zum ersten Mal, dass etwas mit meinen Ohren los war. Ich schnippte mit meinen Fingern neben meinem Kopf, um zu bestätigen, dass ich auf dem rechten Ohr taub war. Er kam aus dem Schlafzimmer und sah mich an, bevor er sagte, »Du siehst aus, als wärst du in einen Streit geraten.« Ich drehte meinen Kopf leicht, um mein gutes Ohr auf ihn zu richten und antwortete, »Du solltest erstmal den anderen Kerl sehen. Könnte vorübergehend sein. Vielleicht auch nicht. Es ist seltsam, dass ich es so weit geschafft hatte, ohne zu merken, dass meine Ohren am Arsch waren.« Schätze, Adrenalin ist wirklich eine Wunderdroge. Wir müssen dich aus der Stadt schaffen, sagte ich. Sofort. Was? Warum? Wir haben keine Zeit, um darüber zu diskutieren. Ich erkläre es dir im Auto. Pack nur das, was du unbedingt brauchst und ohne dass du die nächsten 48 Stunden nicht leben kannst. Verstanden? Lass dein Handy und alle anderen elektronischen Sachen hier. Du hast 30 Sekunden zum Packen. Jetzt beweg dich. Onkel Eric, ich glaube nicht, dass ich... 28 Sekunden, stottere ich. Er rannte zurück in sein Zimmer und ich zog das Handy hervor, das ich von Roger bekommen hatte, und rief O'Brien an. Sie nahm nach dem ersten Klingeln ab. Ja? Ich brauche diesen Gefallen. So schnell du kannst. Sag aber später nicht, dass ich nie etwas für dich getan habe. Sie legte auf und ich ging ins Wohnzimmer zu den Jalousien und schaute hinaus. Die Deputies, die draußen in den unmarkierten Autos saßen, hätten nicht offensichtlicher sein können. Selbst wenn sie es versucht hätten.
Ich konnte Williams sehen, wie er sich in seinen Vordersitz lehnte und ein Spiel auf seinem Handy zockte. Wenn das alles ist, womit ich es zu tun hatte, wäre es eine Schande, erwischt zu werden. Aber die wirkliche Bedrohung war immer noch da draußen. Und ich musste zuerst mal diesen Typen entkommen. Ich konnte sehen, wie Williams einen Funkspruch erhielt, sich aufrichtete und antwortete. Im Anschluss stellte er den Motor an und fuhr weg, gefolgt von zwei weiteren Autos. O'Brien hatte gerade Verstärkung angefordert. Schüsse in der Highschool. Eric Riggin hatte den Verstand verloren und verteilte überall Blei. Sie war in die Ecke gedrängt und brauchte Unterstützung. Das Ablenkmanöver würde uns genug Zeit verschaffen, um hier rauszukommen. Ich rief, 10 Sekunden, Junge, vergiss deine Jacke nicht. Das war der Moment. Der Moment, in dem die Puzzleteile ineinander griffen. Man sagt, dass dein Unterbewusstsein weiter an Problemen arbeitet, auch wenn du nicht weißt, wonach du eigentlich suchst. Es geht nicht darum, was da ist, sondern was nicht. Ich hatte den Bericht über Vanessa öfter gelesen, als ich zählen konnte. In der Nacht, in der sie verschwand, war es kühl draußen. Und verdammt, fast jedes Bild von ihr auf diesem Telefon hatte eine Gemeinsamkeit. Sie trug immer Donnys alte braune Jacke. Jamie kam mit einem über die Schulter geworfenen Rucksack aus seinem Zimmer und sagte, okay, ich bin bereit. In der Nacht, als deine Schwester verschwunden ist, sagtest du, sie würde ein gelbes T-Shirt tragen? Die Frage überraschte ihn. Ja, und? Hatte sie ihre Jacke an? Er schüttelte den Kopf. Nein, ich glaube nicht. Glaubst du? Oder bist du dir sicher? Ich bin mir sicher. Absolut sicher. Sie trug nicht Papas Jacke. Seine Lippe zitterte und ich hatte das Gefühl, dass er vielleicht etwas verheimlichte. Jamie, sieh mich an. Gibt es etwas aus dieser Nacht, das du mir nicht sagst? Nein. Er log. Er stand ihm ins Gesicht geschrieben. Er starrte auf den Boden und sagte, können wir einfach gehen? Ich ging an ihm vorbei zu Vanessas Zimmer. Wir haben ihr wertvolle Sekunden verloren, aber das war wichtig. Ich wusste, dass ich an etwas dran war. Ich war mir nur noch nicht sicher, was es zu bedeuten hatte. Es geht darum, was da sein sollte, aber nicht ist. Ich hatte bereits alles in diesem Raum durchsucht, aber ich musste sicher gehen, ob ich es vielleicht irgendwie übersehen hatte. Donnys alte Jacke hatte einen Nerv getroffen, als ich sie auf den Bildern gesehen hatte. Ich habe sie sofort wiedererkannt. Ich hätte die gleiche Reaktion gehabt, wenn ich sie davor in ihrem Zimmer gesehen hätte. Hatte ich aber nicht. Jamie kam in den Raum, während ich durch die Kleidung in ihrem Schrank ging. Was ist los? Fragte er. Hat deine Schwester noch sonst irgendwo Wäsche? Nein, sie hat am Tag, bevor sie verschwunden ist, noch eine Ladung gewaschen. Was ist mit ihrer Jacke? Hast du sie irgendwo gesehen? Weißt du, wo sie gelandet ist? Nein. Vielleicht hat sie sie in ihrem Auto gelassen? Ich wusste ganz sicher, dass sie nicht im Auto war. Und sie war nicht hier in ihrem Zimmer. Und sie hat sie nicht getragen, als sie verschwunden ist. Dieses Teil war für sie eindeutig mehr als nur ein Kleidungsstück. Sie war zu groß, aber sie trug sie trotzdem jeden Tag. Die Jacke musste einen sentimentalen Wert für sie haben. Also, wo zum Teufel war sie? Jamie, das ist wichtig. Bist du dir sicher, dass du nicht weißt, wo die Jacke ist? Ich schwöre es. Ich habe keine Ahnung. Warum? Keine Sorge. Wir müssen jetzt los. Wir nahmen die Nebenstraßen und fuhren in die entgegengesetzte Richtung der Highschool. Jamie war so nett, keine große Sache daraus zu machen, wie schmutzig das Auto war, ignorierte die Fastfood-Verpackung und leeren Schnapsflaschen auf dem Boden. Ich behielt den Rückspiegel im Auge und wartete, bis wir ein paar Kilometer von seinem Haus entfernt waren, bevor ich anfing, der Ursache des verdächtigen Blicks auf den Grund zu gehen, den er mir vorhin gegeben hatte, nachdem ich gefragt hatte, ob es noch etwas gab, das er verschwieg. Jamie, ich muss dir noch ein paar Fragen stellen. Okay, gut. Ich weiß, dass es schwer ist, aber ich brauche jetzt deine Hilfe, um nochmal in die Nacht, in der Vanessa verschwunden ist, zurückzukehren. Kannst du mich noch einmal durch die Ereignisse führen? Was ist das Erste, woran du dich an diesen Tag erinnerst? Ich weiß es nicht. Okay, dann der Abend. Du hast Fern gesehen und sie kam aus ihrem Zimmer, sagte kein Wort und ging direkt aus der Tür. Ist das richtig? Ja, so war's. Okay, was hast du dir angeschaut? Ich... stammelte er. Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht mehr. Aber du erinnerst dich genau, was sie anhatte. Ja. Das ist ein bisschen seltsam. Dein Gedächtnis war in dieser Nacht wirklich selektiv, was? Ich hasste das, aber es musste getan werden. Du kannst ihn nicht wie Familie behandeln. Er ist ein Zeuge und er verheimlicht etwas, also versuche es und leg die Klemmschrauben an. Schau, ich hab dir alles Wichtige gesagt. Alles Wichtige? Was verschweigst du mir, Junge? Er war still, also trat ich auf die Bremse und schrie, hey, sag mir, was du geheim hast. Ich habe die letzten 2 Tage damit verbracht, mir von jedem verfickt seltsamen Ding in dieser Stadt die Scheiße aus dem Leib prügeln zu lassen.
Das Letzte, was ich jetzt brauche, ist, dass mein eigen Fleisch und Blut mich anlügt. Ich lüge nicht, rief er mit Tränen in den Augen zurück. Es war einfach nicht wichtig, okay? Blödsinn! Ich entscheide, was wichtig ist. Du sagst mir einfach die Wahrheit. Die Tränen liefen über das Gesicht, als er sagte. Wir hatten einen Streit, okay? Worüber denn? Ich weiß es nicht mehr. Ein paar dumme Sachen. Ich dachte, er hätte sich seltsam verhalten, als ob mit ihr was nicht stimmt. Und dann... Das Letzte, das ich zu ihr gesagt habe... Er verlor an diesem Punkt die Fassung und schluchzte laut in seine Hände. Es brach mir das Herz, aber ich wusste, dass wir auf der richtigen Spur waren. Schau, ich habe deinen Vater geliebt, okay? Und ich weiß, dass er mich auch geliebt hat. Er war mein einziger Bruder und wir haben uns früher ständig gestritten. Und teilweise ernsthaft gekämpft. Beim gemeinsamen Aufwachsen lernt man, was man als Munition verwenden kann, um jemanden dort zu treffen, wo es wirklich wehtut. Wir zerrissen uns in der Luft, aber am Ende des Tages wusste ich, dass wir eine Familie sind und nichts konnte das ändern. Deine Schwester liebt dich und wird ein ganzes Leben lang deine große Schwester sein. Das wird nicht wegen eines dummen Streits ausgelöscht werden. Du verstehst nicht. Das Letzte, was ich zu ihr sagte, war, dass Mama recht hatte. Scheiße. Was hast du damit gemeint? Ich habe gesagt, dass ich nicht wirklich glaube, dass sie meine Schwester ist. Und dann ist sie gegangen. Und das ist das letzte Mal, dass sie jemand gesehen hat. Ich glaube... Ich habe sie dazu gebracht, dass sie... Nein, halt die Klappe. Wage es nicht, das zu sagen. Denk nicht mal dran. Deine Schwester ist schlauer als ich. Sie hat nichts dergleichen gemacht. Du hast sie zu nichts gezwungen. Jemand hat sie mitgenommen. Und wenn ich herausfinde, wer es war, werde ich ihn dafür bezahlen lassen. Glaubst du, dass sie noch am Leben ist? Ich habe nicht geantwortet. Ich fing wieder an zu fahren und hatte meine Augen auf die Straße gerichtet. Was zur gottverdammten Hölle soll das? Schrie O'Brien, während ich mit Jamie an meiner Seite vor ihrer Tür stand. Wir konnten nirgendwo anders hin. Buchstäblich. Überall sonst auf der ganzen Welt, Eric, aber nicht mein Haus. Hey. Sie hat mich Eric genannt. Ich ließ sie schreien und toben und aus der Sache eine Riesennummer machen. Und als sie fertig war, wies ich darauf hin, dass dies nicht für mich war, sondern für meinen 15-jährigen Neffen. Und dazu konnte sie nicht wirklich Nein sagen. Sie war in ein paar Stunden seit der Bar, in der ich sie überzeugt hatte, die Scheinschießerei in der Schule zu melden, viel nüchterner geworden. Ich hatte sie danach in Vanessas Auto nach Hause gefahren, ihre Schlüssel geklaut, war zurück zur Bar gefahren und hatte dort ihren Wagen gestohlen. Davon wusste sie allerdings noch nichts und meiner Meinung nach war es vollkommen okay, da sie den Teil erst später herausfindet, nachdem ich tot oder aus der Stadt verschwunden war. Als Jamie und O'Briens Haus in Sicherheit war, drehte ich mich um zu gehen. Kommst du nicht auch rein? Nein. Ich habe zuerst jemanden, mit dem ich reden muss. Zu schade. Tu mir einen Gefallen, versuch nicht zu sterben. Mein nächster Halt war die heruntergekommene Tankstelle am Rand der Stadt. Ich fuhr auf den Parkplatz und sah sofort Toulouse, der eine Zigarette rauchend mit einem Wasserschlauch die Betonfläche abspritzte. Ich parkte, stieg aus, ging zu ihm hinauf, schnappte ihn dann am Hals und drückte ihn an die Wand. Er nahm ruhig die Zigarette aus dem Mund, lächelte mich an und sagte, »Hey Detective, was ist los?« Ich hielt Vanessas Handy vor sein Gesicht. Das Bild auf dem Bildschirm war das Selfie, den er mit ihr aufgenommen hatte. Das letzte Bild, das gemacht worden war, bevor sie verschwunden ist. »Willst du mir vielleicht etwas sagen?« fragte ich. »Nicht unbedingt, aber wenn es dich davon abhält, mir in den Arsch zu treten, sag ich dir, was du willst.« Das wird es, log ich. Okay, also die Sache ist die. Van und ich standen uns nahe. Aber du bist so ziemlich sowas wie ihr Vater und ich kann nicht gut mit Eltern umgehen. Du hast 3 Sekunden, um mit dem Scheiß aufzuhören, bevor ich dich zwinge, dieses Telefon zu essen. Okay, gut. Du hast mich erwischt. Ich hab dich angelogen, weil ich nicht wusste, ob du wirklich nach ihr suchst oder ob du einer von ihnen bist. Hör mir den vagen Pronomen auf. Was meinst du mit ihnen? Ich hab keine Ahnung. Diejenigen, die Van entführt haben. Ich steckte das Telefon in meine Tasche, zog meine Beretta und drückte sie ihnen an den Kopf, nur für den Fall, dass es Unklarheiten darüber gab, ob ich es ernst meinte oder nicht. Aber Jerry kicherte nur und sagte sarkastisch, Oh nein, nicht schon wieder eine Knarre gegen meinen Kopf. Schau, Detective,
Glaub es oder nicht, das ist nicht mein erstes Rodeo. Sag mir einfach, was du weißt. Nun, du hättest es mir gestern nicht geglaubt, aber vielleicht bist du heute bereit. Die Wahrheit ist, dass jemand Van entführt hat, aber nicht vor 2 Wochen. Es war vor etwa 1 Monat. Ich habe es sofort gemerkt. Das Ding, das am nächsten Tag zur Arbeit kam, das war nicht sie. Sicherlich sah es so aus wie sie und es verhielt sich wie sie, aber ich ließ mich nicht täuschen. Nun, ich weiß, dass du das nicht glauben wirst, aber ich habe ein wenig Erfahrung mit Klonen und sie war kein sehr guter. Ich versuchte herauszufinden, was ich davon halten sollte. Ehrlich gesagt konnte ich mich nicht entscheiden. Toulouse nutzte mein Zögern als Gelegenheit, seine Zigarette wieder in den Mund zu stecken und daran zu ziehen. Ich ließ seinen Hals los, legte dann meine Waffe zur Seite und fragte, warum sollte jemand Vanessa klonen wollen? Ist das nicht offensichtlich? Sie war der Testlauf. Wenn sie Vanessas wirkliches Leben infiltrieren könnten, ohne Verdacht zu erwecken, dann würden sie wissen, dass ihr Rezept funktioniert. Aber das tat es nicht, also musste sie verschwinden, bevor jemand, dem man auch glauben würde, erkannte, was passiert war. Das war vor ein paar Wochen. Es ist durchaus möglich, dass sie immer noch Leute austauschen. Vielleicht haben sie die Macken an Vanessas Klon behoben und jetzt wissen nicht einmal mehr wir, wer echt ist und wer ersetzt wurde. Was bringt es, die Leute mit Klonen auszutauschen? Na, Mann, das ist eine Invasion. Er zog ein letztes Mal an seiner Zigarette und schnippte sie ins Gras. Dann fragte ich, in der Nacht, in der Vanessa verschwunden ist, in der Nacht, in der sie wirklich verschwunden ist, vorausgesetzt, dass es wahr, hast du sie da gesehen? Ja, wir waren zusammen. Erinnerst du dich, was sie anhatte? Was? Kannst du mir sagen, was sie in der Nacht trug, als sie tatsächlich verschwand? Jerry dachte eine Sekunde nach, dann sagte er, warte eine Sekunde, bevor er nach seinem Handy kramte, durch ein paar Fotos scrollte und es mir dann aushändigte. Es zeigte ein Video, das er von Vanessa aufgenommen hatte. Sie wechselten sich ab, sich eine 2 Liter Limo-Flasche zuzuwerfen und zu versuchen, sie mit einem Samurai-Schwert zu halbieren. In diesem Video trug sie Jeans, einen grünen Pulli und Donnys braune Jacke. Als es fertig war, lächelte Toulouse stolz vor sich hin und steckte er das Telefon wieder in seine Tasche. Das war die letzte Nacht, bevor sie, laut dir, entführt und ersetzt wurde? Ja, ich hatte gerade erst dieses Schniekel-Schwert bekommen und bin hergekommen, um es auszuprobieren. Wir haben es 2 Tage später zerbrochen, aber es hat sich echt gelohnt. Das alles hörte sich wie die Textbuchbeschreibung von verrückt an, aber was er sagte, machte irgendwie Sinn. Die Fakten ließen sich nicht leugnen. Nach dieser Nacht von Toulouse Video begann Vanessa sich anders zu verhalten. Ihre beste Freundin hatte es bestätigt. Ihr Bruder hatte es bestätigt. Sogar ihr Telefon hat es bestätigt. Sie hatte aufgehört, Selfies zu machen. 2 Wochen lang war es, als wäre sie eine andere Person. Und dann sagte sogar ihr eigener Bruder, dass er wusste, dass sie nicht die echte Vanessa war. Und dann... Was? Sie wird da rausgeholt, bevor jemand anderes die Chance hat, sie zu verdächtigen? Wow, Alter! Was ist denn das für ein Gestank? Fragte Toulouse. Ich fuhr hoch, erkannte, was er meinte und zog meine Waffe. Dieses Ding. Das Monster. Es war hier. Und vom Geruch her wusste ich, dass es irgendwo in der Nähe sein musste. Geh rein und schließ die Türen ab, sagte ich. Okidoki, antwortete er, bevor er ins Tankstellengebäude ging. Ich richtete die Waffe nach oben und suchte die Ränder des Parkplatzes ab, dort, wo die Lichter auf die Dunkelheit trafen. Und dann hörte ich es, wie es sich durch den Wald auf der gegenüberliegenden Seite bewegte. Ich hielt die Waffe in die Richtung gerichtet, aus der der Lärm kam. Ein seltsamer, unmenschlicher, gurgelnder Atem und das Geräusch von etwas Schwerem, das durch das Unterholz gezogen wurde. Ich ging in Richtung der Geräusche. Das hier sollte ein Showdown werden und falls mich das Ding umbringen sollte, wollte ich nicht, dass es auch Toulouse ausschaltete, nur weil er gerade in der Nähe war. Dann trat es aus dem Wald und zum ersten Mal sah ich es. Und das Blut gefror mir in den Adern.